familienfreundlich erhöhte Sitzposition, große Ladeflächen, so kennt man die Kompaktvans. Mit dem B-Max geht Ford nun ganz neue Wege. Bei geöffneten Türen ist die B-Säule unsichtbar. Trotzdem hat der B-Max 5 Sterne im Euro NCAP Crashtest erreicht. Angetrieben wird der B-Max von einem EcoBoost-Motor, der auch schon im Focus eingesetzt wird. Der Motor hier, 3 Zylinder, gerade mal 1 Liter Hubraum, 120 PS mit Turboaufladung. Der zieht richtig gut durch. 200 Newtonmeter Drehmoment. Da kommt auch im unteren Drehzahlbereich schon einiges. Da hat man nie das Gefühl, dass man untermotorisiert wäre. Gut 11 Sekunden benötigt der Kompaktvan von 0 auf 100. Seine Höchstgeschwindigkeit liegt bei 189 Stundenkilometer. Der Preis in Deutschland für die höchste Ausstattungsvariante Titanium liegt bei 18.450 Euro. Die Grundarchitektur kommt vom Fiesta, wobei der B-Max diesen um gute 12 cm übertrifft, was dem Platzangebot zugutekommt. In der Front fallen besonders der trapezförmige untere Kühlergrill und die prägnanten Scheinwerfer ins Auge. Die Fensterlinie ist zum Heck hin dynamisch ansteigend. Am Heck befindet sich über dem Nummernschild die Rückfahrkamera, die mit dem Einlegen des Rückwärtsganges aktiviert wird. Praktisch beim Ford B-Max das Türkonzept. Die vordere Tür, die öffnet ganz normal, halt so wie eine Autotür öffnet. Die hintere Tür ist eine Schiebetür, kennt man auch schon. Aber hier hat man auf eine B-Säule verzichtet, sodass man natürlich nach hinten einen viel leichteren Einstieg hat. Oder wenn man hier hinten einen Kindersitz befestigen möchte, das Kind anschnallen. Das ist schon viel einfacher dadurch, dass man hier einfach nicht noch eine B-Säule hat. Wem der Platz hier nicht reicht, der kann natürlich noch den Sitz nach vorne machen. So. Dann ist wirklich richtig ordentlich hier zum Hantieren Platz. Geht das auf Kosten der Sicherheit? Also im Falle eines Seitenaufpralls, wenn dann seitlich ein Fahrzeug in die Tür reinfährt, wird diese Konstruktion so ineinander greifen, dass keine Deformation in den Innenraum stattfindet, sondern die Innenraumzelle, Fahrgastzelle, bleibt eigentlich unberührt. In dem Fall verquetschen sich diese beiden integrierten Türsysteme ineinander mit Hilfe noch zweier zusätzlicher Verstärkungen im oberen und unteren Türscharnierbereich, dass weiterhin die Fahrgastzelle und die Insassen geschützt sind. Durch das Fehlen der B-Säule wurde der Anschnallgurt kurzerhand in die Vordersitze verlegt. Das Anschnallen funktioniert wie bei jedem normalen Gurt. Fast schon Standard, der Motor startet auf Knopfdruck. Die Mittelkonsole ist so hochwertig wie der Dachhimmel. Das Ladevolumen im B-Max lässt sich durch umliegende Rücksitze auf knapp 1400 Liter maximieren. Wer noch mehr Platz braucht, weil er irgendwas ganz Sperriges transportieren möchte, der kann schon in der Grundausstattung den Beifahrersitz flach machen, sodass hier eine ebene Ladefläche mehr oder weniger von ganz hinten bis ganz vorne entsteht. Mein Fazit also für eine kleine Familie mit 1 bis 2 kleinen Kindern, ist das Auto hier schon eine sinnvolle Alternative zu einem zum Beispiel Ford Fiesta, weil man einfach viel mehr reinbekommt und durch das pfiffige Türkonzept viel besser die Kinder hinten auf der Rückbank versorgen kann. Einziges Manko, was mir persönlich aufgefallen ist, es gibt kein Navigationssystem, auch nicht gegen Geld und gute Worte. Und da muss man sich entweder ein Nachrüstnavi irgendwo besorgen oder wieder anfangen, Karten zu lesen.